Herzlich willkommen, Christoph. Ich grüße München. Ich grüße alle Menschen und alle Bürger und Bürgerinnen, die sich hier einsetzen für die Freiheit. Für die Freiheit, die wir immer mehr verlieren. Ich bedanke mich auch ganz herzlich übrigens bei Digital Courage, die sich den Arsch auseinandergerissen hat, um in ganz Deutschland solche Events hinzukriegen. Das ist, glaube ich, der 10. Event, wo ich bin. Und das ist wichtig für uns als Menschen, als freiheitsliebende Menschen, hier zu sein. Warum? Die Vorratsdatenspeicherung hört sich nett an, wird irgendwas gespeichert. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Vorratsdatenspeicherung ein Weg zur Totalüberwachung ist. Eine Totalüberwachung, die der Staat bei jedem Einzelnen machen will. Und das ist gefährlich. Sowas gab es früher schon mal. Und das nannte man Diktatur. Und wenn ich noch dazu vergleiche, dass wir jetzt auch noch Mauern kriegen, Mauern an den Grenzen, da frage ich mich, wo lebe ich denn? Lebe ich denn wirklich in Deutschland, in Europa? Außerhalb der Grenzen entstehen Mauern, wo wir noch vor 25 Jahren die Mauern runtergerissen haben, innerhalb von Deutschland. Und was machen wir? Wir bauen Mauern, damit ja keiner reinkommt. Und gleichzeitig wird gleichzeitig alles gespeichert. Das ist gefährlich. Und jeder muss von uns im Klaren sein, ja, was für einen Weg wir gehen. Ich bin öfters im NSA-Ausschuss in Berlin. Und ich kann nicht jeden anraten, hinzugehen. Das ist die beste Dramatik. Das Beste, was du hier erleben kannst an Show, an Lügen vom BND und von den ganzen Leuten, die dort sich Zeugen nennen. Das meiste Wort, was dort fällt, ist immer nicht öffentlich. Nicht öffentliche Aussagen. Wir sitzen da alle, sei es netzpolitik.org, ich und ein paar andere Leute oben an der Bühne und wir dürfen nicht lachen. Aber so häufig wie wir lachen dort, müssten wir eigentlich alle Hausverbot kriegen im Bundestag. Ihr müsst euch vorstellen, da kam eine Mathematik-studierte Person. Da sagt man sich doch einfach, diese Person kennt sich mit Zahlen aus. Ist sogar IT-Leiterin des BND. Also sollte sie wissen. Auf die Frage vom Ausschuss, wie viele Daten gespeichert werden, sagte sie, habe ich keine Ahnung. Klar, wenn sie das nicht weiß, wer zum Geier soll es denn sonst wissen? Wenn es eine Mitarbeiterin des BND nicht weiß, wer soll es denn sonst wissen? Da kam irgend so ein Obermufti vom BND, ich sage den Namen nicht, hat mir meine Rechtsabteilung gesagt. Ein Obermufti des BND an und sagt, ja, ich war ja mal 5 Jahre im Bundeskanzleramt und dann war ich wieder 5 Jahre im BND und dann bin ich hin und her gewechselt. Hört sich total gut an. Man muss aber nur im Hintergrund dazu wissen, dass das Bundeskanzleramt dafür zuständig ist, das BND zu überwachen. Dann kann man sich überlegen, wenn 50 Leute hin und her kreisen, da entstehen auch Freundschaften. Also überwacht es im Endeffekt gar keiner. Das Bundeskanzleramt und die Mitarbeiter freuen sich doch darüber, dass sie mal wechseln. Wenn die SPD da dran ist, dann geht die SPD-Leute dann noch rüber oder die CDU zum BND. Kommt mal wieder die SPD an die Macht. Ja, mein Gott, dann wird wieder gewechselt. Ich bin übrigens Grieche, das erinnert mich extrem an mein Heimatland. Ja, ganz extrem. Also, ganz im Ernst. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass diese Vorratsdatenspeicherung kein Spaß ist. Da werden Profile erlegt, da kann man nachweisen, wo man war. Und das Problem ist, es weiß keiner, wer auf die Daten zugreift. Es weiß keiner. Die Daten werden einfach irgendwo abgespeichert. Wahrscheinlich, wie ich unsere Regierung mittlerweile einschätze, irgendwo bei Google, drüben in Amerika, damit es ja auch sicher ist. Damit auch keiner zugreifen kann. Wahrscheinlich haben die sich die AGBs nie durchgelesen. Ich bin einfach nur stolz, dass wir mehrere tausend Leute in dieser FSA-Tour wirklich durchgekriegt haben. Dass wir mehrere Städte, ich glaube an die 50 Städte, diese Demonstration gemacht haben. Und im Endeffekt bin ich stolz auf jeden Einzelnen, der für seine Freiheit kämpft. Ich danke euch.